Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Willkommen zum VfR TV. 1-1 ist es ausgegangen gegen Förther Mannschaft. Ich darf begrüßen Daniel Weber. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Daniel, sag uns mal ganz kurz, wie fandest du die 90 Minuten, außer dass du heute sehr viel an der Seitenlinie aktiv war? Ja, war auch nötig. Wir haben viele Kleinigkeiten falsch gemacht und müssen wir immer ein bisschen besser machen, aber wir haben schon am Anfang, 10 Minuten waren wir bei Standards sehr unkonzentriert. Das war eigentlich das Einzige, was sie hatten an Möglichkeiten, Und wir hatten eigentlich von Anfang an Balldominanz und da müssen wir eigentlich viel mehr draus machen. War das vielleicht auch, weil du die Anfangsphase gerade ansprichst, der Gegentreffer, das 1-0 für Fürth, war das vielleicht auch so ein Weckruf? Was heißt Weckruf? Wir mussten einfach das Tempo hochhalten und der Gegner hat defensiv agiert, wollte uns nur anlaufen, wollte uns beim Spiel behindern, beim Spielaufbau und da mussten wir halt einfach eine Lösung finden, da mussten wir viel, viel geduldiger sein. Aber über 90 Minuten kann ich sagen, wer 7, 8, 9 hochkarätige Chancen kriegt, der muss ein Spiel einfach klar gewinnen. Und wir haben 70% Ball, so viele Torchancen und leider haben wir sie halt vergeben. Musstest du deine Mannschaft vor dem Spiel, machst du ja normalerweise so immer eine schöne Ansprache, sprichst mit deinen Spielern auch, musstest du das heute während der ersten Halbzeit das neben dem Feld machen oder was war los, dass die Jungs nicht so am Anfang gleich da waren? Ja, wir waren ja schon da, aber wir haben das Spiel nicht schnell genug gemacht. Und wir müssen halt einfach bei Standardsituationen, da schenkst du halt dem Gegner viel zu einfache Dinge. Und wenn da die Zuteilung nicht passt, so wie sie einfach auch abgesprochen ist, dann ärgert es mich. Vor allen Dingen, wenn er genau bei der Standardsituation, wo es top fällt, der zweite Ball genau auf der Position runterfällt, wo wir abgesprochen hatten, dass da ein Spieler stehen muss. Und da steht dann keiner. Dann klärst du den Ball und gut ist. Und da müssen wir einfach wacher sein. Da sind wir ein bisschen zu naiv manchmal. Es war ja zwei, also die Spiele kann man ja nicht miteinander vergleichen. Das Hinspiel, klar für Fürth, jetzt das Rückspiel, fand ich, war unsere Mannschaft, außer die ersten Minuten, klar besser. Jetzt meine Frage, gerade so in der ersten Halbzeit war dein Kopf manchmal leicht rot. Lag das jetzt daran, dass du unzufrieden mit den Spielern warst oder ging es mehr darum, dass die Fürther doch etwas härter zur Sache gegangen sind? Nein, also härter will ich gar nicht sagen. Also ich glaube, es war nicht härter als uns auch. Mhm. Ich glaube, es waren halt einfach ein paar unglückliche Entscheidungen da. Wir haben eine ganz klare Tätigkeit gegen einen Spieler von uns, einen Knietritt. Den Knietritt muss der Linienrichter sehen, der Schiedsrichter kann er nicht sehen bei einer Standardsituation. Und dementsprechend muss das geahndet werden. Dann bist du 80 Minuten in Überzahl. Und bist vielleicht sogar zweimal in Überzahl, weil ein anderer Spieler halt gelb-rot kriegt. Und das macht das Spiel natürlich einfacher. Und es gehört halt einfach dazu, da richtige Entscheidungen zu treffen. Und da waren halt falsche Entscheidungen. Und das ärgert mich ein bisschen. Aber sonst war das Spiel nicht härter als, ich glaube, gegen Orkun, es war ein hartes Foul, aber vertretbar. Der Spieler hat dafür gelb bekommen, alles okay. Wie dann darüber oder da agiert wird in der Situation, dass der Spieler sich noch nicht mal entschuldigt, dass die Bank vom Gegner dort Terror macht, das gefällt mir nicht. Mhm. Weil wenn ein hartes Foul gespielt wird und wenn eine gelbe Karte dann gegeben wird, dann ist alles gut. Und dann entschuldigt man sich und dann ist es auch okay. Aber wenn da künstliches Theater gemacht wird, ja, dann rege ich mich halt auch auf. Gut, dann wollen wir dich auch nicht so lange noch aufhalten, bevor du noch zu der Mannschaft vielleicht reingehst. Punkt Gewinn oder zwei Punkte verloren? Nein, für uns ist in der Liga alles ein Punkt Gewinn. Wir haben heute zwei Punkte liegen lassen. Wir hätten drei gewinnen können und auch eindeutig vom Spieler. Deswegen ich bin über jeden Punkt in der Liga froh und wir haben einen Abstand zu Fürth gewahrt, die auf dem Platz stehen, den wir nicht haben wollen. Dementsprechend ist alles noch im grünen Bereich. Diese Einstellung brauchen wir gegen Memming?
da muss man noch ein bisschen mehr auspacken. Sehr, sehr kopfballstarke Mannschaft, ein super Edeltechniker, guter Mittelstürmer mit einem guten Näschen. Also wird ein heißes Pflaster in Memmingen. Danke dir.